இரண்டு ஆயிரம் பத்தொன்பது பதிமூன்று Zu Frequent Traveller TV heute Abend mit einer frisch gepressten Sendung für euch wieder äh, etwas später aufgenommen als sonst, deshalb etwas düsterer und äh, <laughs> ein lustiges Licht. Aber nichtsdestotrotz ist die Sendung nicht weniger frisch gepresst. Wir haben Ausfälle bei Lufthansa, es wird gestreikt. Lufthansa bittet euch nicht zum Flughafen zu kommen. Austrian Airlines bekommt die 787, aber sie fliegen auch mit einer ATR 72. Wir dachten, Propellermaschinen sind bei der Lufthansa Geschichte. Also bei der Lufthansa-Gruppe irgendwie, aber bei Austrien kommen sie wieder nach dem, was hatten sie? Dash 8 da hatten sie, die sind weg. Dann haben wir noch ähm, Kajak. Kajak äh, ist eine Preissuchmaschine, die ich ab und zu benutze. Ich finde sie toll. Ähm, die haben auch eine Funktion, um nach Flugzeugen zu filtern und ähm, 15-fach mehr. 15 -fach mehr gefiltert wird nach 737 Max. Was sagt uns das? Und wir haben auch noch etwas zum Thema Kreditkarten. Mein Punkt, wo habe ich denn meine gerade hingelegt? Ich habe sie doch eben noch in der Hand gehabt. Ach, hier ist sie. Merit Bonvoy Kreditkarte. Ich zeige euch die Nummer nicht, aber eine Visa von Chase könnt ihr in USA bekommen auch ohne amerikanischen Wohnsitz und so geht alles möglich. Haben wir heute wieder zwei Kunden ermöglicht? Also insofern sprechen wir darüber, weil es gibt fünf Freinächte für 5000 Dollar Umsatz. Und ich habe jetzt zum Beispiel für den Stammtisch in Frankfurt mein Hotelzimmer gebucht mit Punkten mit dieser Karte. Ja, ganz genau. Ihr könnt jetzt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen und vor allem auch zum Stammtisch nach äh, Frankfurt kommen am 19., am 20., Aachen, am 21. Köln. Ich freue mich auf euch. Ähm, abonnieren und so weiter habe ich ja gesagt. Jetzt haben wir natürlich das erste Thema: Lufthansa. Bitte die Passagiere nicht zum Flughafen zu kommen. Heute ist ja ein Streiktag bei Lufthansa und aufgrund des Streiks äh, sind die Schalter nicht besetzt und es gibt keine Möglichkeit zum Flug einzuschecken, außer elektronisch. Und ähm, damit ist das Thema dann relativ schnell gegessen. Habe irgendwie das Gefühl, Handgepäck frei, also wer Handgepäck hat, aber ohne Aufgabegepäck, der sollte durchkommen. Wir haben auch etliche Kunden umgebucht, weil Flüge auch ausgefallen sind, gerade im Bereich äh, in äh, Europa. Aber ähm, lustig finde ich halt, dass die Gewerkschaft äh, am Mittwoch ab 4 Uhr das Bundespersonalführer äh, verschiedene Lufthansa-Gesellschaften zu einem Wahlstreik bis Donnerstag aufgerufen hat. Heute also quasi noch Normalbetrieb, aber Mittwoch wird dann das Ganze etwas problematischer. Heißt also, wir haben Kunden umgebucht. Einer äh, musste von Frankfurt nach Amsterdam, kam aber irgendwie aus äh, Mittelamerika und dann sollte er fliegen über Frankfurt, Wien nach Amsterdam und solche Sachen. Also da gab es dann Probleme. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. Aber selbst für heute Abend, Dienstag, gibt es schon erste Streichungen, gerade nach Fernost wird gestrichen. Heißt also, mehr als 100.000 betroffene Passagiere müssen ihre Pläne ändern. Ich bin einmal gespannt, was da noch so passiert. Bestreikt werden die Standorte übrigens Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf und Berlin. Wer bei der Lufthansa übrigens abfertigt, ist auch betroffen. Aber da gibt es jetzt nicht wirklich so eine äh, Liste, wo man sagen kann, ja, da und da, der... Weil Lufthansa nicht äh, das natürlich sagt oder nicht, oder wird halt nicht so kommuniziert. Also, wenn ihr wisst, dass ihr zum Beispiel mit SAS fliegen würdet, Beispiel, äh, und die werden von der Lufthansa abgefertigt, äh, dann wird das wahrscheinlich nicht passieren, weil die halt streiken. Da könnt ihr natürlich schreiben, was eure Erfahrungen sind. Nichtsdestotrotz sagt die Lufthansa, man versucht, alle Flüge stattfinden zu lassen. Und ähm, da ist es so, dass es ähm, ich muss gerade die Zeit noch richtig eintragen, so ähm, aber schon wie gesagt zu den ersten Streichungen gekommen ist nach Asien. Und äh, ich bin mal gespannt, was da passiert. Es sind für Mittwoch 7000 Flüge geplant, darunter 400 Lufthansa Flüge. Ähm, Nochmal, also wer betroffen ist, ist nicht unbedingt immer nur die Lufthansa, sondern halt alle Fluggesellschaften, die mit Lufthansa abfertigen. Tochter und äh, Partner Airlines werden teilweise von Lufthansa Bodenpersonal abgefertigt, aber auch hier gilt wieder nicht alle beteiligen sich am Streik. Vielleicht hat man da Streikbrecher, wie das so schön im Englischen äh, auch dann heißt, Strike. Äh, ähm wie heißt das mal? Im Deutschen heißt es Streikbrecher, im Englischen heißt das Wort eben. Aber nun gut, wissen wissen das deutsche Wort zumindest. Aber ihr könnt das englische Wort Streikbrecher unten reinschreiben. Und ähm, in Nürnberg standen für Mittwoch vier Lufthansa-Flüge zum Drehkreuz Frankfurt und vier Flüge zurück auf dem Programm. Sie wurden alle gestrichen, wie ein Flughafensprecher übrigens auch mitteilte. Heißt also, Nürnberg ist da auch von betroffen. Das hatte ich eben nicht gesagt. Aber. Ihr solltet damit rechnen, dass Cityline-Flüge, Eurowings, Swiss, Austrian, alle können betroffen sein, wenn die von Lufthansa abgefertigt werden. Und wir haben jetzt das Thema Austrian Airlines. Und zwar, Austrian Airlines hatte ja das Thema Propellermaschinen eigentlich ad acta gelegt. Aber es sollen wieder welche kommen. Und zwar ist es so dass äh, sie Wetleys machen für Austrian Airlines mit Bretons. Das sind ähm, zwei Flugzeuge ATR-72er, die dann wieder für die Austrian Airlines fliegen. Und warum? Ganz einfach, es gibt Strecken bei der Austrian, die nicht ganz so auslastungsstark sind. Aber es geht auch relativ schnell wieder vorbei. Die Bretons sind übrigens aus Schweden. Ich finde die Livery äh, sehr schön. Ich finde dieses Leitwerk in dem bunten Farbton äh, relativ cool. Ich zeige euch das Bild mal, nur damit ihr mal davon das gesehen habt, weil wer nicht in Schweden war, der kennt das nicht, der weiß das vielleicht auch nicht, wie die aussehen. Hier ist es, ähm, so sieht sie aus. Zack, da ist sie in der vollen Brüt, Brüte und Blüte. Ähm, ich persönlich finde das äh, relativ ansprechend, auch dieser silberne Schlag Schriftzug. Wir sind mir auch öfters in Schweden aufgefallen, aber bis die dann fliegen, das sind 72 anstatt 120 Sitzplätze, das ist einmal das andere, weil dann die Becher nicht mehr fliegen. Und ähm, was war das andere, was wichtig war, war, dass das im Mai wieder vorbei sein soll bis zum 31. Und last but not least, es wird ein Austrian Airlines Catering geben und es gibt die Meilenpunkte und Status wie immer. Ähm, according to Austrian Airlines heißt also, ihr braucht da keine Angst haben, weil es halt ein Wettlies ist und die fliegen sogar unter Austrian Flugnummer lustigerweise ist es so die Finnair fliegt ja noch bis Ende März glaube ich auch noch bei der British Airways Red Lease. Und äh, da ist es dann so, dass die auch ein British Airways core Sign haben und weil die Piloten äh, von Finnair eher gewohnt sind, mit Finnair core Sign zu fliegen, so, also zum Beispiel mit dem äh, äh, Finnair Irgendwas, dann sagen die immer British Airways äh, Irgendwas und sagen dann in Finnair Colors, weil es leider oft vorgekommen ist, dass die Piloten bei Finnair auf British Airways nicht reagiert haben. Und äh, mal gucken, wie das da dann passiert, wenn die dann mit den ATR 72 600er unterwegs sind, 600er sind es genau, 600er. Und dann werden die dann halt mit Austrian Airlines irgendwas angesprochen, vielleicht sind die dann in Breath Colors. Bin mal gespannt, wie das passiert. Aber wichtig ist halt wirklich, dass Business-Class angeboten wird, Economy-Class angeboten wird und das Catering. Also alles wie gehabt ist halt nur halt eine andere Farbe, so ungefähr, wenn man sich das sich so vorstellt. Und man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass... Propellermaschinen natürlich nicht ganz so, so wohlfeil sind fürs Ohr wie so eine E-195. Also da ist eine Embraer dann schon ganz weit vorne. Aber besser nicht fliegen, ähm, würde ich nicht sagen, sondern besser fliegen mit der ATR als äh, nicht fliegen. So ist es richtig. Oder wie es heißt, besser schlecht mit der ATR geflogen als gar nicht mit einer Embraer oder so. Gut, gut, gut. Und was man auch bald machen kann, ist mit den Freunden von Austrian... Fliegen Dreamliner, Dreamliner. Ich hatte heute irgendwo auch gelesen, dass von Bamboo Airlines eine äh, 787 vielleicht für die äh, Austrian kommen sollte, was natürlich auch spannend ist. Aber die erste äh, 787 soll sogar schon Ende diesen Monats in Wien-Schwächert landen. Das wäre natürlich eine äh, geile Geschichte, weil natürlich da muss man halt sagen. Das eine neue Zeitrechnung bringen würde, nicht weil man Boeing nicht fliegen würde, aber die 767, die die haben, oder auch die 777, das sind schon Schlachtrösser, die mehrere Kriege durchlebt haben, in Anführungsstrichen. Die sind so alt, dass die ersetzt werden müssen. Und irgendwie sind die 767, glaube ich, auch irgendwie die ältesten fliegenden Flugzeuge aus dieser Baureihe mitunter. Und die 777 sind auch nicht weniger Methusalem. Und so ist es dann, dass die Aura, dass auch der Austrian Wings die haben das geschrieben, bestätigt hat. Und ich zitiere, die erste Boeing 787 wird Ende Februar in Wien eintreffen, wo sie technisch übernommen wird und die erste Arbeiten bei Austrian Technik stattfinden. Danach wird das Flugzeug zum Langstreckenwartungsbetrieb nach Taipei überstellt. Der zweite Flieger wird direkt nach Taipei fliegen, wo ebenso technische Arbeiten geplant sind. Die Rückkehr nach Wien wird Anfang Mai 2024 erwartet. Und das hatte gesagt Aussprecherin Lara M. Petric gegenüber Austrian Wings. Äh, danke für diese... Informationen, die ich bei euch bekommen konnte. Ihr könnt die Seite auch mal schauen, ist immer wieder spannend, was die schreiben, weil die gerade auch in Österreich Bezug haben. Was wird da gemacht? Die werden dann quasi austriasiert, werden dann wahrscheinlich umlackiert, der Kranich geht weg, da kommt dann die Auerflagge drauf und vor allem dann auch dass der Schriftzug Austrian. Und in der Kabine werden die Sitze in den Farben umgestellt. Das sind so die Sachen, die da passieren sollten. Ich bin mal gespannt, was dann noch so passiert. Aber es wird halt keine Allegris sein, egal wie die dann bei der Austin heißt, weil es halt die von der Philippine Airlines sind am Anfang. Ne, Quatsch, Philippine Airlines, was Philippine Airlines bei den Austin? Man kommt ja komplett durcheinander, ne? Äh, Hainan war es. Entschuldigung, Hainan, Philippine Airlines waren die 350er. Hainan Airlines. Deshalb, also das nur als Hinweis. Ihr könnt euch dort dann quasi auf das neue. Fluggerät freuen, denn es kann ab dem Sommerflugplan mit dem Flugzeug losgehen, also mit der 787 bei der Austrian. Gut, dann haben wir noch ein Thema, was ich auch immer wieder auf dem Radar hatte, aber nicht wirklich so aktiv gemacht habe. Bei Kajak kann man alles filtern, man kann ja sogar nach Flugzeugmodell filtern. Und jetzt ist es so, dass man 15-fachen ähm, Anstieg an Filtereinstellung hat, wo nach der 737 MAX speziell gefiltert wird. Heißt also, dass man äh, nach dem Alaska Airlines Vorfall, wo, die, äh, wo der Türstopfen raus ist, die Passagiere wirklich 15% oder 15-fach, 15-fach ist glaube ich richtiger, äh, das Ganze mehr filtern da macht. Und sie wollen halt wirklich dieses Flugzeug damit nicht explizit fliegen, sondern explizit nicht fliegen. Und das ist natürlich in der Tat ein wichtiges Thema. Thema: Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, und ob ihr bei Kajak das auch schon mal geschaut habt, inwieweit ihr da ähm, ein Flugzeugmodell vielleicht fliegen wolltet, wenn jemand 380er fliegen wollte, wenn jemand 350er fliegen wollte, 1000er, oder wie auch immer, ob ihr das dann herausgefiltert hat, oder ob ihr es einfach nutzt, um gerade solch ein Flugzeug nicht zu bekommen. So, jetzt haben wir wieder amerikanische Kreditkarten. Ich weiß, der eine oder andere sagt, habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber ich kann euch sagen, ihr verpasst echt was, weil nämlich die amerikanischen Kreditkarten relativ geil sind und teilweise auch einfach zu bekommen sind mit den richtigen Kniffen. Und gerade diese Boundless-Kreditkarte, die auch gerade ein neues Design-Update bekommen hat, mit der Karte kann man übrigens nur, damit ihr seht, dass das auch meine Karte ist, da ist es, zack, ähm, ist es so, dass wenn man diese Karte jetzt äh, nimmt, dann kriegt man nach 5000 Dollar Umsatz in drei Monaten fünf Frei-Nächte a 50.000 Punkte. Und das Coole an der Geschichte ist halt wirklich, dass es kein statischer 50.000 sind, weil man es mit 15.000 eigenen maximal aufpumpen kann. Also, das heißt, ich kann Nächte bis zu 65.000 Punkte damit nutzen, und das ist dann natürlich relativ geil. Auch ist es so, dass man 17-fache bonvoy punkte pro ausgegebenen Dollar bekommt also 17 Punkte pro Dollar Ausgabe bei Marriott Hotels, die im Marriott Bonvoy Portfolio sind, dann bekommt ihr noch andere Vorteile wie zum Beispiel ähm, 15 äh, Elite Night Credits, das heißt also ihr kriegt 15 Nächte einfach als Gutschrift, weil ihr die Karte habt. Die bringt euch jetzt nicht unbedingt direkt den Status, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Mal, man bekommt wirklich nur den Silberstatus. Das ist jetzt kein echter Status, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Aber die Karte kostet halt nur 95 Dollar. Und was ganz wichtig ist, ihr bekommt jedes Jahr eine Freinacht. Ich glaube für 35.000. Und die könnt ihr dann maximal mit 15.000 Punkten mehr auf 50.000 Punkte toppen. Aber alleine, dass man die 95 Dollar nimmt und dann daraus dann ähm, die Freinacht pumpt, hat sich die Karte selber bezahlt. Und eine interessante Geschichte ist, diese Karte ist dran das Sprungbrett zu einer ritz karte die ich hoffentlich auch bald bekommen werde. Äh, die kostet dann 450 Dollar. Ich weiß es mehr, aber dann gibt es ähm, immer noch die 15 Freinächte, aber es gibt dann ähm, vier oder drei Update-Voucher zum Ritz-Karten-Club-Lounge. Und was auch cool ist, ist es gibt dann ähm, bei der Karte auch mehr Möglichkeiten mit Punkten was zu machen. Es ist halt eine Premium-Karte, es ist eine Visa Infinite-Karte. Heißt also, man könnte damit auch in Visa Lounges gehen, weil das die höchste Kategorie der Visa-Karte ist. Und diese Karte gibt es leider nicht mehr direkt bei Chase. Man muss das über den Umweg der Bonvoy-Karte machen und muss dann auch ein Kreditlimit haben von mindestens 10.000 Dollar und die Karte ein Jahr haben. Und das ist halt wirklich eine Geschichte, die ich relativ cool finde. Also, wer ähm, bei Merit jetzt durchstarten will, sollte diese Karte eventuell ins Auge fassen. Aber wichtig ist, wenn ihr diese Karte, ich muss mal gerade gucken, ich muss mal oh, einmal holen, oh. einmal rumgreifen, muss mal bei meinen Karten durchgucken. Wo ist sie? Wo ist sie? Hier ist sie. Ähm, ihr müsst dann mit dieser Karte aber warten. Das ist die American Express bonvoy karte Die gibt euch nämlich zwar den ähm, Platin-Status direkt, kostet auch etwas mehr. Und was die auch hat, die gibt 25 frei nicht. Also das heißt, ihr müsst dann zwei Jahre warten, bevor ihr den Bonus bekommt. Sonst kriegt ihr diesen Bonus nicht. Deshalb muss man halt aufpassen. Also, ihr merkt es bei Kreditkarten in den USA, gibt es auch Fallstrecke. Hier, da ist die Telefonnummer. Sprecht mich an über amerikanische Kreditkarten und dann machen wir dann einen Termin und dann besprechen wir, wie, welcher Fall für euch persönlich passt, weil nicht immer alle Lösungen für alle passen. Und ähm, vielleicht wollt ihr ja auch die richtige Lösung machen und nur amerikanische Kreditkarten noch nutzen, weil sie keine Auslandsgebühren haben. Ja, auch eine geile Geschichte. Und ihr halt wirklich ein Vielfaches von den normalen Punkten kriegt. Ähm, auch die Hilton-Karte kann ich nur empfehlen. Auch in einem neuen Design. Da seht ihr es. Ähm, Geiler Scheiß, können wir beim Stammtisch drüber sprechen? 19. Frankfurt, 20. Aachen, 21. in Köln. Also, ich freue mich auf den Stammtisch und ihr könnt jetzt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, like da lassen, kommentieren, abonnieren. Kanalmitgliedschaft, ihr kennt das Spiel und ihr kriegt jetzt von mir einfach wie immer an dieser Stelle den Abspann. Ich sage jetzt Tschüss und äh, bin ganz atemlos, weil ich ganz aufgeregt bin. Und wir haben hier schon äh, 17:37 Uhr. Ich bin etwas spät, aber ich muss das jetzt noch hochladen. Also ich hoffe, dass das alles klappt, damit ihr das um 19 Uhr sehen könnt. Also bis dahin, ich freue mich und jetzt bin ich hier raus und sage, Frage des Tages. Beantwortet noch die Frage des Tages. Seid ihr vom Streik betroffen und wie lange dauert der Streik noch? Also jetzt bin ich raus. Bis jetzt, dann tschüss.